Ich weiß, es ist schwer einzuschätzen, wie bewusst es den Menschen ist, worauf sie sich einlassen, wenn sie politisch oder wirtschaftlich aktiv werden. Aber ich glaube, dass die Handlungsweise, der die Leistungsträger in dieser Krise folgen werden, auch der Not geschuldet sein wird. Wenn diese Krise sich in vollem Maße entfaltet haben wird, dann wird die Mehrheit der Menschen in diesem Land erkennen, dass man sie an der Nase herumgeführt hat, was die ökonomischen Realitäten angeht. Man hat sie an der Nase herumgeführt in der Frage, wie groß diese Krise ist. Man hat sie an der Nase herumgeführt in der Frage, ob man das mit Helikoptergeld aufrechterhalten kann. Man hat sie an der Nase herumgeführt in der Frage, dass es angeblich keine Inflation gäbe, egal wie viel Geld man druckt. Und man hat sie an der Nase herumgeführt in der Frage, wie lange die Produktion noch aufrechterhalten werden kann unter den Bedingungen dieser Politik. Und die Folge dieses an der Nase herumführens in allen wesentlichen Fragen, dieser gewaltige gesamtwirtschaftliche Bilanzbetrug, vor dem wir stehen, der wird den Menschen klar werden, wenn eben die Inflation ihre Kaufkraft so weit aufgefressen haben wird, dass sie eben nicht mehr in der Lage sind, sich zu ernähren. Und alles andere folgt dann als politische Zwangsmaßnahme, nämlich dass die Bürger sagen werden, so haben wir nicht gewettet. Und dann werden die aufwachen, nicht weil sie es wollen, niemand kommt gerne aus seinem Kokon, sondern weil sie da sehr unsanft rausgerissen werden. Nicht von den Regierenden, nicht von der Zentralbank, auch nicht von Leuten wie uns, sondern von der Realität. Wir können die Realität ignorieren, aber die Realität ignoriert uns nicht, jedenfalls nicht auf die Dauer. Die Qualität unserer politischen Klasse mit der Frage, dass viele Regierungschefs, gerade auch in Europa, keine Kinder haben und deswegen ihr Zeithorizont und ihr Planungshorizont, ihr eigener Planungshorizont für die Zukunft und der Zeithorizont, der sie überhaupt interessiert, begrenzt ist. Wenn Sie sich anschauen, dass beispielsweise Orban ja 5 Kinder hat, der bemüht sich ganz anders um eine langfristige Politik als beispielsweise ein Herr Juncker, der keine hat. Und insofern, ja, das ist, glaube ich, durchaus so, dass man sagen kann, Politiker, die Kinder haben, haben jedenfalls im Durchschnitt, in der Tendenz, eine längerfristige Zeitpräferenz als solche ohne Kinder. Aber ich glaube, dass wir darüber hinaus, nachdem wir ja niemandem vorschreiben sollten, ob er Kinder kriegt oder nicht, das halte ich auch für einen Teil der Freiheit, dass jeder das für sich entscheidet. Er darf nur die Kosten seiner Entscheidung nicht auf andere abwälzen. Aber dass wir darüber hinaus uns Gedanken machen müssen, wie wir unser politisches System so reformieren, dass wir die Besten und Klügsten in die Politik ziehen und nicht die, die es da draußen nicht zu irgendwas gebracht haben, weil sie sich der Bildung und der Leistung verweigert haben. Und wir haben ein Verwischen der Unterschiede zwischen den rechten und linken Parteien. Es gibt im Prinzip nur noch links und links wird als Mitte postuliert und statiert. Und die bisher konservativen und liberalen Parteien haben im Wesentlichen ihren Markenkern aufgegeben. Das ist leider zu beobachten und das ist auch einer der Hauptgründe, warum die Politik ja sich in diesen sozialistischen Ideen und sozialistischen Rezepten so ergeht. Da lässt sich jetzt lang und trefflich drüber streiten, wer daran schuld ist und was daran schuld ist. Ich glaube, wir müssen einfach damit leben, dass dieses System der Parteiendemokratie sich ein Stück weit überlebt hat und dass wir uns Gedanken machen müssen, wie das System auch im Zuge der Krise so zu reformieren ist, dass es in Zukunft erstens wieder qualifiziertere Politiker hervorbringt oder anzieht und zweitens dem Volk auch wieder eine Wahl lässt zwischen unterschiedlichen Politikkonzepten. So wie es sich jetzt darstellt, hat das Volk ja praktisch kaum eine Wahl zwischen unterschiedlichen Politikkonzepten. Egal, wo sie ihr Kreuzchen machen, sie bekommen immer Sozialismus. Das Volk zu befragen in Volksabstimmungen ist nichts, was wir erst tun können, seit wir das Internet haben. Die Schweiz, die existierte lange vor dem Internet und das Konzept einer Volksabstimmung existierte auch lange, Jahrhunderte vor dem Internet. Also es ist keine Frage der Technologie, es ist eine Frage des Willens. Und es ist natürlich klar, dass wir nicht deswegen keine direkte Demokratie haben wie die Schweiz, weil wir dazu technisch nicht in der Lage gewesen wären, sondern es ist deswegen so, weil unsere politische Klasse es nicht gewünscht hat, obwohl unser Grundgesetz das so vorsieht. Denn da steht ja, wie gesagt, das Volk entscheidet in Wahlen und Abstimmungen. Und die politischen Parteien helfen bei der Willensbildung, bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Da steht nicht, dass es umgekehrt sei. Also insofern ist es so, dass die politischen Parteien und unsere politische Klasse es verhindert haben, weil es ihren eigenen Interessen im Wege steht. Nicht deswegen, weil A, unser Grundgesetz oder B, irgendeine technologische Lücke dem entgegengestanden hätte.
Insofern müssen wir uns dann, wenn wir das heilen wollen, müssen wir das gegen die politische Klasse durchsetzen. Und wenn es eben nicht gegen die politische Klasse durchsetzbar ist, und ich glaube nicht, dass diese politische Klasse es zulassen wird, dann müssen wir diese politische Klasse mit demokratischen Mitteln ersetzen. Das eine ist die sozialistische Hypermoral, die uns alle ständig nur erziehen will, die lehne ich komplett ab. Sie widerspricht dem freiheitlichen Gedanken, dass wir als Individuen selbst in der Lage sind, zu entscheiden, was gut und richtig für uns ist. Es gibt allerdings auch eine Frage der gesellschaftlichen Moral. Jeder ist frei, für sich zu entscheiden, welcher Moral und welchen Wertvorstellungen er folgen möchte. Aber eine Gesellschaft ist nicht frei zu entscheiden, welcher Moral- und Tugendvorstellung sie folgen möchte, weil nicht jedes Wertesystem eine Gesellschaft auch am Leben erhält. Ein nihilistisches Wertesystem erhält eine Gesellschaft nicht am Leben. Und insofern plädiere ich dafür, dass auch die, die auf den Wert, gerade die, die auf den Wert des Individuums, des Individualismus und seiner Rechte pochen, und dazu gehöre ich, dass auch die sich darüber im Klaren sind, dass Freiheit mit Verantwortung einhergeht. Diese Verantwortung bezieht sich natürlich in erster Linie auf die eigene Person und auf die Personen, die einem als Familie anvertraut sind. Sie bezieht sich aber auch auf den Staat und das Gemeinwesen, in dem wir leben. Und wir haben als freiheitlich denkende Menschen diesem Gemeinwesen eine Menge zu geben. Und dafür dürfen wir uns aber nicht von diesem Gemeinwesen abwenden nach der Devise, es ist eh alles zu spät, es kann nicht funktionieren, schaut euch an, es geht immer nur bergab und die Sozialisten werden gewinnen und all das. Nein. Wozu ich aufrufe, ist, dass die freiheitlich denkenden Menschen, die ja auch deswegen teilweise heute durchaus oft im Wohlstand leben, sich darüber im Klaren werden, welche Bedingungen und welche gesellschaftlichen Bedingungen ihnen diesen Wohlstand ermöglicht haben. Diese gesellschaftlichen Bedingungen, die diesen Wohlstand ermöglicht haben, die wurden von unseren Eltern und Großeltern uns übergeben nach dem Zweiten Weltkrieg. Die haben ein zerstörtes, vom Sozialismus, vom nationalen Sozialismus zerstörtes Land übernommen und haben in Freiheit ein wohlhabendes, freies Land aufgebaut und uns übergeben. Und das ist auch eine Verpflichtung. Da kann man nicht einfach drüber hinweggehen und sagen, ich bin mir selbst nur allein der Nächste, denn auch die Freiheit ist sozial. Ein guter Mensch, der tut Gutes mit seinen eigenen Mitteln. Und zwar, indem er ein Opfer bringt von dem, was er selbst erwirtschaftet hat. Der Gutmensch tut Gutes mit dem Geld anderer Leute, die er zu diesem Zwecke vorher berauben muss. Und sich dann mit dem Geld anderer Leute von denen, denen er Gutes tut, feiern und sich wieder selbst auch Gutes tun zu lassen. Und das ist eine Moral der Beraubung und im Prinzip eine Heuchelei. Und diese Politik der Heuchelei, der Gutmenschen, die zieht sich durch. Und deswegen plädiere ich dafür, dass wir den Gutmenschen die Möglichkeit wegnehmen, andere zu berauben und uns stattdessen auf das gute Menschentum besinnen, nämlich auf die Schaffung von Wohlstand und auf dieses Verwenden des Wohlstands in verantwortungsbewusster Weise, um dann auch unseren Mitmenschen und auch unserer Umwelt Gutes tun zu können, mit unseren eigenen Mitteln, aus eigener Kraft, aus eigenem Entschluss.